So, guten Abend, wir sind in die Folge Unterricht Nummer 4 oder 5 in diesem Thema Stadt Israel. 5. Okay, jetzt ich habe die Schuld von der letzten Unterricht. Ich habe gesagt, dass über die Verbindung zwischen der Shoah, die Holocaust und Zweiten Weltkrieg und heutzutage Stadt Israel. Ja? Also, weil auf Unterricht Nummer 4 haben wir gesprochen über die 6 Millionen, die Ziffer dieselbe, ja, woher stammt das, ja, und die Zusammenfassung ist eine innere nazische Zahl, ist keine äußere Forschung, es ist eine innerliche Zahl, muss man sagen, innerlich, es sieht aus, dass die Nazis am Ende des Krieges haben verlassen diese Numerologie, das heißt, sie haben schon keine Zeit oder keine die Möglichkeit zum Schreiben. Ja, das heißt, die Zählung beendet sich irgendwo im Januar-Monat. Ja, das heißt, die Ausführung funktionierte bis Februar, Mitte, Ende Februar, etwa so. Also das heißt auch, diese Zahl plus und gar nicht und deswegen ist es nicht geschlossene Zahl. Ja, ich habe gesagt, zwischen 500.000 und 600.000. Das liegen die letzten Monate des Krieges. Okay. Jetzt über die eine sehr, sehr brutale Schuld, die es auf Staat Israel geworfen ist, dass die Staat Israel oder die Zionisten oder die Juden, sie wollen die Verblühung sich spekulieren auf diese Tragödie, ja, auf die Holocaust-Katastrophe. Ja. Das heißt, die flächerliche Schauen, die Fakten sind folgendes. Die Shoah hat sich am 1945 beendet sich. Und dann, noch 3 Jahre später, 1948, die Stadt Israel wurde gegründet. Ja? Das heißt, die Leute sagen, die Völker der Welt haben sich nicht gut gefühlt, ja, mit dieser Shoah, beschämt sogar. Also, und dann, zum Reparieren, wie kann man reparieren, die Tod ist des Leute, die Situation, das wurde für die Juden die eigene Stadt durch UN gegeben. Es sieht aus logisch, aber es ist komplett falsch. Es steht nicht unter die geschichtliche Faktenprüfung. Ich erzähle. Okay. Erstens muss man global zuschauen, die große Bild haben, dass die Geschichte vom Staat Israel, die zionistische Bewegung, ja, die Rückkehr nach Heiliges Land, diese wollen, diese Definitionen, und Shoah von europäischen Juden sind zwei unabhängige parallele Prozesse. Das ist der wichtigste Fakt. Das heißt, die Rückkehr nach Staat Israel, die, ich habe gesagt, das Sochnut, die Jewish Agency, sie waren die künftige jüdische Regierung. Ja? Das ist eine sehr, sehr bekannte Definition auf Hebräisch. Das heißt, der Staat, die zukünftige Staat, die Staat in dem Weg, das ist die direkte Übersetzung von Hebräisch. Der Staat in dem Weg, ja, sozusagen. Ja? Also dass diese Dinge wurden schon vom Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. Ja? Das heißt, ich habe gesagt, die kritische Buch, die jüdische Staat von Dr. Tadergas, ja? Dem Buch wurde am 1891 etwas so geschrieben. Das heißt, zwei Jahre später, nach dem Dreyfus-Gericht, ja, nach dem Dreyfus-Prozess. Okay. Einige Jahre später, es wurde der erste zionistische Kongress durchgeführt in Basel. Also das war schon die Mitte 19. Jahrhundert. Ja? Also das ist 1896 oder so. Ja? In den Klammern dort war es eine. Heute ist es lächerlich, aber viele Leute nehmen dann erst, das war eine kleine Prophezeiung, die auf zweiten jüdischen Kongress, die wurde am 1998 genommen,
die Theodoretzer durch eine Diskussion, eine Polemik, hat gesagt, und wenn die jüdische Staat nur 50 Jahre wurde gegründet, dann bla bla bla. Ja, also niemand erinnert, was war vor, was war spät. Er sagte, noch 50 Jahre. Und das war genau, was passiert. Ja, die jüdische Staat wirklich wurde von dieser Zeitpunkt noch 50 Jahre gegründet. Also viele Leute, die säkulären Juden, sie sehen in Theodor Herzl einen Prophet. Ja? Weil der Mensch sagt, noch 50 Jahre. Er sagt das nicht als Punkt. Ja? Es war ein Reklamen durch die Kommen, sozusagen. Ja? Aber die Leute, wir mögen ja, die Leute, die wissen. Ja? Wir uns wissen nicht, aber jemand, er weiß. Ja? Und dann sieht aus, dass Herzl, der Herzl, quasi er wusste, er hatte Plan, er hatte keinen. Ja, er hatte keinen, ich habe gesagt, seine eigenen Analysen und Schätzungen waren komplett falsch. Mindestens zu sagen, ja. Also er wusste nicht über 50 Jahre, es war eine Polemik, keine Diskussion. Aber nur zum Sagen, ja, dass die zionistische Bewegung hat sich gute 40 Jahre vor Nazis übernommen in Deutschland. Mhm. Gefangen ist. Ja, muss man das verstehen. Ja? Okay? Also muss man auch sagen, von den beiden Seiten, von der zionistischen Seite und von der nazischen Seite, dass diese 6 Millionen, das Ergebnis, es war unklar von Anfang. Das war, was wir denn? Es gibt eine interessante Diskussion und Disput zwischen den Historikern. Und die Frage, die steht im Zentrum, ist, ob die Nazis, die nämlich die Führer, ja, die jüdische Tradition immer sagt, wir müssen nicht die Namen der bösen Leute erwähnen. Also das heißt, wir nennen sie diese bösen Leute mit anderen Namen, das ist klar, das sind sie, aber ohne Namen. Die Idee ist, dass wir quasi erleben weiter, die schon nicht existierende Böse. Ja? Und die gleiche Idee im guten Sinn, in Judentum existiert auch mit guten Leuten. Ja? Wir erwähnen die Namen und dann die quasi jemand ein bisschen noch lebt, seine Erinnerung hat mindestens. Ja, deswegen wir sagen unsere Verwandte, ja? Die großen Leute der Welt, ja? Wir erinnern seinen Namen und das ist quasi ein bisschen metaphysisch, gibt noch Leben nach Tod für diese Leute. Okay? Also deswegen, wir sagen nicht, den Namen sagen Führer. Ja? Das verstehen Sie mich besser. Okay, also, dass diese Frage, ob er wusste von Anfang, was wird die Ende 6 Millionen, ist eine sehr, sehr schwergewichtige Frage. Und jede Antwort für diese Frage ist sehr, sehr deutlich und manchmal schwer. Das heißt, wenn er meinte schon, als er hat diesen Mein Kampf geschrieben, ja, hat in diesem Gefängnis in München gesessen, ja, neben München, ja. Landshut. Ja, in Landshut, ja. Also wenn ja, wenn hat er hat vorgestellt von Anfang bis Ende, dass es seine Probleme im Sinne, die ganze Welt ist dumm. Niemand hat das identifiziert. Niemand. Alle Leute, alle Völker, alle Führungen, alle Nachrichtendienste, die Juden auch. Er war die quasi, wenn wir stellen so die Frage und die Antwort, er war quasi die Böseste und die ganze Welt war nein. Aber wenn wir beantworten anderes, das ist eine Entwicklung. Das ist eine historische Entwicklung, die passiert mit der Zeit. Und ich kann, die manche Historiker halten diese die Antwort, ja, das heißt nein. Er meinte nicht von Anfang, dass wir am Ende 6 Millionen ermordet werden. Und wir haben die Fakten, das bestätigen diese These, die zweite Antwort. Das heißt, erstens von ideologischen Gründen, wir kennen uns ja, die Nazis, auch die heutzutage, die Erkennung von Kryptologie und verschiedene Theorien, ja, das, wie heißt das, diese Theorien,
unterschiedliche Theorien, dass die einige Leute, die Juden führen die Welt und so weiter, die Masonen, wie sagt man, gibt es einen allgemeinen Namen für diese Theorien? Verschwörungstheorien? Verschwörungstheorien, genau, Verschwörungstheorien, danke. Ich habe das Wort gefallen. Also, die Nazis wurden ehrlich und wirklich, haben geglaubt, diese Verschwörungstheorie, dass die Juden führen die Welt. Das kennen wir. Ich habe letztes Unterricht zitieren, ja, die Eichmann und die, seine Gruppe, dass sie haben ehrlich geglaubt in diese Theorie. Ehrlich im Ernst. Das heißt, die Führer, die sagen auf verschiedene Sprachen, verrückte Führer, sagt man, ja. er glaubte nicht, dass die Welt wird erlaubt. Massmord die Juden. Weil die Juden führen die Welt. Wie kann das sein? Ja, das kann nicht sein. Und deswegen, die Schwa-Lehre und unterschiedliche Forschungen zeigen, die Nazis haben Schritt nach Schritt probieren, was wird die Weltreaktion über die Druck auf Juden, Verfolgung und so weiter. Und zum Überraschung, sie hatten keine starke Antwort von der Welt. Das heißt, am erstens, das wurde was Nürnberger Gesetz. Ja? 35 oder 36? Ja? Mhm. Etwas so. Keine. Nur, wie gesagt, heute Jürgen, tiefeste Besorgung. Tiefe Sorge. Eine Tonne Besorgung. Dann, die Juden sind entlassen vom Arbeitsplatz. Ja, keine starke Reaktion. Nur die Protesten, diplomatische Protesten. Dann Kristallnacht. Muss man ehrlich sagen, heute in deutscher Sprache Kristallnacht ist eine böse Phrase, böse Worte, die muss man nicht auf Hebräisch, auf alle anderen Sprachen ganz so ist geprägt, diese Ereignis. Also sagt man ohne keine böse Intention Kristallnacht. Das ist natürlich falsche Vorstellung, weil sie nur die Kristalle wurde zerbrochen. Ja? Aber das ist der Name. Im Englischen, auf Hebräisch. Heute wir sagen Pogromnacht. Ja, einmal eine Oberbürgermeisterin hat mir erklärt, warum die Deutschen heute sagen nicht Kristallnacht, sondern Pogromnacht. Okay. Also Pogromnacht, Kristallnacht, keine starke. Ghetto schaffen. Ja? Die Joel Brand sagt von 5 Jahren Zernichtung zum 1945, das heißt von 1940. Ja, das heißt, das Jahr, wo wann in Polen die Ghettos wurden organisiert, Warschau-Ghetto und so weiter. Also keine starke Antwort. Also die Nazis haben gesehen, Schritt nach Schritt, keine Antwort. Die beste oder die böse Nachweis, dass für die Welt ist es egal über die Juden und seine Schicksal, das war die nazistische Probe, die Juden verschoben. Physisch. Sie kennen die Realität, dass am Anfang die deutschen Juden konnten legal emigrieren, raus von Militärreich. Sie kennen das. Mhm. Ich kenne die Leute, die haben das getan. Okay, die manche Eigentum sollte man verlassen und so weiter, bezahlen die große Strafen. Ja. Es war auch ähnlich in Sowjetunion. Ich habe uns, um sie bezahlen, sich befreien. Musste man viel, viel Geld bezahlen. Es war ähnlich in Indien, aber nicht die 1:1. Also könnte man rausgehen. Und was war für böse Überraschung? Es war kaum Platz zum Gehen. Das Nazis haben gesagt: Gehen Sie von uns, wir wollen euch nicht Juden. Und wer hat die Juden akzeptiert? Fast niemand. Das ist die Situation mit beschlossenen Toren. So ist der Name auf Hebräisch. Das heißt, es war einmal, zwei, dreimal die Probe, eine internationale Konferenz schaffen und die unterschiedlichen Länder und Städte sagen, jeder macht eine Zahl, eine Quote, die Juden, Immigranten annehmen. Ja? Versage, totale Versage. Die bekannte Konferenz, das war Evian-Konferenz in Frankreich,
noch in Frankreich, vor Vichy, vor dem Zweiten Weltkrieg. Es war im Stadt Irian, schau, und Irian-Konferenz, habe ich keine Zeit, die Links schauen. Also dort wurde alle, fast alle Städte sagen nein, inklusive Großbritannien, USA, nur kleine karibische Städte, ja, komische Städte wie Guyana haben gesagt, 100, 200 solche Zahlen. Ja. Niemand hat um 1000, 2, 5, 10.000 Quote auf sich verpflichtet. Ja. Also das war der Nachweis, dass in den kleinen Juden regieren kein Welt und die Schicksal Juden für Welt überhaupt egal ist. Ja. Und dann Nazis haben gegangen zu dieser totalen Vernichtung. Das heißt, die Konferenz am Wannsee, ja, Wannsee-Konferenz, es war nicht am 1933 stattgenommen, oder? Es war 1942. Und das ist genau der Nachweis. Das heißt, bis dieser Punkt, die Nazis haben Schritt nach Schrift, ja, kann man die Juden zerstören, vernichten, die Welt egal. Überhaupt keine Lektion. Okay, wörtlich, diplomatische Noten, Tonne, Sorge, es ist alles gut, ja, das kann man überleben. Ja? Wir sind schon post factum nach dem Shoah, wie wir fragen, warum die alliierenden Städte, nämlich USA und Großbritannien, warum sie haben nicht bombardieren die Auschwitz zum Beispiel. Ja, und dann ist wieder die Todesmaschine stoppt. Dann sind die Antworten, okay, es sollte die Zivilisten beschädigen. Gut. Dann die gleiche Frage mit ein bisschen anderer Formulierung stellt folgendes. Warum die Alliierenden hatten die Wege, die Bahnstraßen, haben nicht bombardiert? Das war komplett zerstört. Das kann man nicht die neue Opfer zum Mengele bringen. Ja? Und wir haben eine Fakt, steht im Yad Vashem Museum, einmal das passiert, diese Bombardierung, zufällig. Sie kennen, dass manchmal die Flieger, sie verlieren diese oder andere Ammunition. Also eine amerikanische Flieger hat eine Bombe verlieren, die hat genau auf dem Eisenbahn zum Auschwitz gefallen und zerstört den Weg. Und nach Nazis, nach eigenen Angaben der Nazis, es war ein Tag, es war ein Tag zum Reparieren dieser Eisenbahn genommen, ein Tag, es wurde keine Krematorium beschäftigt. Das heißt, das war keine Opfer. Das ist die Antwort, was konnte sein. Okay? Und das ist nicht passiert. Okay? Also deswegen die manche Historiker beantworten, dass die Nazis und die Mein Kampf-Verfasser sie vielleicht wollten tief im Gehirn alle Juden zerstören und vernichten, aber sie glaubten nicht, dass es wird machbar. Ja? Und sie wurden überraschen zum Gut in seine eigene Welt, dass doch kann man die Juden ohne Probleme vernichten. Und die Welt macht gar nichts. Okay? Also das ist von der nazischen Seite, ja, dass die wieder, es ist eine Evolution, es ist eine Entwicklung, die kommt mit der Zeit. Es ist immer passiert, und viele Kriege, viele Ereignisse. Also nicht jeder Jünger kann man planen alles, was er will. Aber im Krieg ist es riesig, total Chaos. Weltkrieg ist noch mehr. Ja. Also, das heißt, das ist ein Teil von der Antwort. Die Nazis hatten diese Shoah nicht geplant. Sie wurden froh, das tatsächlich verwirken. Aber es kommt post factum, nicht von Anfang. Im Deklamen, die gleiche Geschichte, das habe ich erzählt euch letztes Mal mit dem ungarischen Judentum, die Ungaren
Kronprinz Horthy, sie haben stark gegen die nazische Idee Ghettoisierung. Ghettoisierung, das heißt, schaffen das die Ghetto nur für Juden. Ja? Und sie waren stark dagegen und nicht von großer Liebe für Juden. Wissen Sie warum? Weil sie alle sagten, dann Alliierende, sagt Briten und Amerikaner, sie werden uns ohne Probleme bombardieren in Budapest. Ja? Das heißt, wenn die Juden leben in seine eigenen Häuser und Wohnungen, dann niemand uns bombardiert. Ja? Weil sie sind vermischt, ja? Mit der ganzen allgemeinen Bevölkerung. Wenn sie schaffen ein Viertel, zwei, drei Viertel, wie genau Warschau geht, dann alle wissen das und die ganze andere Stadt, Budapest, ist offen von Bombardierung. Das war die Vermutung, die Angst von den Ungarn. Okay. Und auch bis Ende hatten Erfolg. Sie haben geschafft, jüdische Häuser, das heißt, es waren ganze Häuser für Juden, genau wie Raoul Wallenberg Häuser, ja, und so weiter. Das schon kommt später. Das heißt, jemand kommt und bringt eine Fahne und eine diplomatische Deckung. Ja, dieses Haus gehört zum Schweden, Schweiz. Ja. Aber genau diese jüdischen Häuser, sie wurden da und dort, nicht im einzelnen Filter. Okay? Und es ist lächerlich, aber es ist bittere Lachen, dass die Alliierenden haben keine kleine Sekunde gewöhnt an sich. Wie bombardiert man Budapest ohne Juden? Es war überhaupt nicht auf der Agenda. Ja? Verstehen Sie? Die Welt hat bemüht sich nicht, wie hilft man retten die Juden? Das war keine Frage, keine solche Frage. Keine einzelne Blatt. Und wir haben viele Archive, die sind schon offen. Okay, das ist die Seite von den Nazis. Ja? Jetzt wir gehen zum zionistischen Seite. Das, wie gesagt, der erste jüdische zionistische Kongress war schon am Ende des 19. Jahrhunderts stattgefunden. Am 1904, das war Uganda-Programm. Kennen Sie diese Worte, Uganda-Programm? Mhm. Das heißt, die Briten, es war schon noch vor Erster Weltkrieg, die Briten damals wurden die mächtige imperialische, kolonialische Staat der Welt. Ja? Das britische Imperium, wo die Sonne niemals untergeht. Ja? Also, das heißt, von was? Von Australien, New Zealand bis Verglens, Malvins Inseln. Ja? Den ganzen Tag gibt es irgendwo britische, originelle Territorien. Ich wollte lieber da. Ja, mit Spanien, wie heute diese Falklands Malvins, mit Argentinien und so weiter. Das sind die restlichen Teile von Großreichen. Also, die Briten haben schon damals die Probleme mit Arabien. Sie waren noch nicht begriffen, die Israelland, es war noch Türkei, Ottomanische Imperium. Ja. Dass diese Übergabe passiert am Ende des Ersten Weltkriegs, ja. Das heißt nämlich 1917. Aber sie haben schon gefühlt, das wird problematisch, wir sind Arabien zusammen. Das heißt, und dann sagen, okay, wir haben viele Territorien, viele Kolonien, es ist keine Probleme, eine jüdische Stadt im anderen Platz organisiert. Und dann sagen, okay, machen wir Uganda. Mit Afrika, relativ wenig Leute, viele Kilometrage, machen sie, wie sie wollen. Und Überraschung, Theodor Herzl hat das genommen. Er sagte ja. Wissen Sie, wer sagte nein? Alle anderen Juden. Die zionistische Kongress hat das abgelehnt. Demokratie, oder? Das heißt, die Herzl hat gedacht, über die, Christina zuerst hat gesagt, Schutzraum. Ja? Mhm. Muss man schnell, schnell an jüdische Stadt, egal wo.
Damals wurde genau die Pogrom in Odessa, in Kharkov, in Russland, zerschossen. Und genau die russischen Juden von Russland und von Ukraine, sie haben das abgelehnt. Sie haben das gesagt, wenn Uganda, dann bleiben wir in Odessa und Kharkov. Das sind jetzt, was haben wir gebeten für Uganda? 2000 Jahre, wir beten dreimal im Tag für Jerusalem, heilige Stadt. Okay? Also, das ist nur eine, ich habe schon gesagt, Herzl hatte keine jüdische Wurzeln, tatsächlich de facto hatte, ja, aber ich meine ideologisch, gläubig, mentalisch, ja, er einfach falsch die jüdische Mappe gelesen. Ja? Er dachte, alle sagen, ja, endlich jüdische Stadt, egal wo, fliegen wir nach Uganda. Sie sagten, nein, wir wollen eine jüdische Stadt im jüdischen Land. Das heißt, schon jetzt, kommt ganz anderer Aspekt, es ist zum Zukunftsregierungsrichten für uns. Etwa mehr von einem Schutzraumstaat. Mhm. Eine Glauben, eine Rückkehr nach unserem eigenen Land. Also es ist etwa mehr. Ja? Nicht nur ein Schutzstaat. Und wie gesagt, Herzl selber schreibt, oder Heiliges Land, Palästina, er schreibt Palästina, das war die Name damals, oder Argentina. Ich habe erklärt, warum. Also, nach Argentina kommt Uganda. Und wurde auch abgelehnt. Okay? Also, das zeigt euch fast 40 Jahre vor Shoah, was war der Weg, mentalische Weg, ja? Für die vielen Juden, das war säkuläre Juden, das war egal, wo gründen wir die Stadt. Die wichtigste, dieselbe jüdische Stadt. In Argentinien, in Uganda, auf Antarktida und auf dem Mond, ja? Theoretisch zu sagen. Ja? Okay, das ist wieder, bringt die Geschmack, die Verständnis zum Situation. Also, das, und das kommt Jahr nach Jahr, Juden haben zurückgekommen, sind zum Israel. Und das wurde die große Probleme mit britische Mandat. Die britische Mandat, Israel war eine Kolonie von britischen Königtum. Noch ein Platz, wo Sonne untergegangen ist. Ja, noch das. Sehr gut. Interessant, würde es eine paradoxe Reklamen, der erste Gouverneur, der erste Regierende von britischer Krone über die Heilige Land war ein Jude. Ein ethnischer Jude war natürlich säkulär, heißt Herbert Samuel. Es war große, viele, viele Emotionen. Nun, wir sind nah, wir sind nicht nah und gar nichts. Ja? Also, er war Regierender. Noch zum Comics hinzufügen: der Minister über die alle Kolonien in der Welt war einer, der heißt Churchill. Der große Churchill. Das war sein erste Ministerium. Okay, noch ein Witz, der ehrlich passiert, ein echter Witz. Die besten Witze sind wirklich passiert in der Lehre. Also, Churchill hat mal Tel Aviv besucht, am 1922 oder so. Okay, das war die erste hebräische Stadt, neue Stadt, nicht die alte Jerusalem. Erste hebräische Stadt, große Straßen, Plätze, Avenues, Juden arbeiten mit Händen, Landwirtschaft, no, wunderbar. Und dann der Oberbürgermeister heißt Meir Wiesenhof, ein legendärer Bürgermeister. Er wollte verbessern die Stadt wie möglich. Ja? In russischer Sprache gibt es viele Witze, zum Beispiel Farben im Grün, dem Gras. Ja? Das ist solche Witze. Das wäre seine Prüfung im Militär passiert. Ja? Das muss man die Gras im Grün farben. Ja? Das ist viele, viele solche Witze. Es ist wirklich passiert, auch bis heute noch. Also, und die solche Ideen wollte auch mehr in diesem Golf schaffen. Er wollte zum Beispiel am Rothschild Straße in der Mitte Tel Aviv
die Palmen sehen. Es gibt so keine Probleme. Die Palmen großen viele, viele Jahre, hunderte Jahre. Kein Problem. Die Mertens Golf hat Befehl und dann das wurde die Palmen einfach gestellt, aber nicht wirklich ausgewachsen dort. Ja? Sieht aus gut. Okay, dann sie kommen zu Fuß, schauen Church, Mary Dizengoff. Und das, diese Geschichte wurde in Zeitungen geschrieben. Also es ist kein Witz, kein Fantasie. Nur die Frage ist, was ist passiert? Eine Version, es wurde stark gewinnt vom Meer. Die steht auf dem Meer. Zweite Version, die Jungen haben sich auf die Palmen. Sie kennen ja, damals das war das Gute, das manchmal passiert. Ich denke, die beiden Personen sind recht. Die beiden Dinge passieren. In kurz alle Palmen mit großem Ton gefallen sind. Diesen Golf steht rot wie die rote Bete. Es ist alles klar. Der Betrug. Die Probe zum Betrug. Churchill war sehr großer Humorist, hatte große Humorgefühl. Er hat gelacht wie nie. Er hat natürlich begriffen, dass über die Geschichte, dass die Vorgrund und sagte, wenn du willst etwas stark, die Dinge soll Wurzeln haben. Das bekommt auch eine Memo. Heute sage ich eine Memo. Ein Sprichwort. Wenn du willst eine starke Linie, die hält sich, du sollst Wurzeln. Also diese Palmen wurden ohne Wurzeln. Das ist auf jeden Fall. In kurz. Die Briten haben komplett Palästina geschlossen für jüdische Wanderung. Das kennen sie. Nazis, nicht Nazis, egal. Also sie haben Mitschuld über diese Ziffern, 6 Millionen, keine Frage. Okay? Also sie haben viermal die sogenannte Weiße Buch geschrieben. Ja? Dort wurden die präzise Zahlen, die Quote, das heißt Zertifikate. Ja, für ausgewählte Juden wurde ausgeteilt. Dieser Zug, Kastenzug, es wurde geredet über die 600 am Anfang. Am Ende, das waren zwei Züge mit 1700 Gerettete. Es wurde geredet, warum 600 Leute am Anfang? Es waren 600 Zertifikate. Die jüdische Agency konnte teilen für die Juden in Budapest. Okay? Das ist die Geschichte. Und das war auch ein Teil in dieser Geschichte, das habe ich schon gesagt. Die Nazis wollten Juden raus, aber der österreichische Wert hat die Juden nicht angenommen. Auf erster Linie UK, Großbritannien. Auf erster Linie und manche Linie. Die sionistische Bewegung hat illegale Immigration entwickelt, aber es war schwer. Es war schwer. Es war nicht immer vielmal schief gegangen und so weiter. Viele Leute gesund, genau wie heute Flüchtlinge nach Europa gekommen. Okay, also von der jüdischen Seite, von der zionistischen Seite, paradoxalerweise, es war egal, wo gründet man die jüdischen Staat. Also drei Optionen: Argentina, Uganda, Heiliges Land. Das ist schon Nummer eins. Zweitens, es war 50 Jahre von, gute 40 Jahre von nazischer Übernahme der Macht. Jetzt denken Sie über die postkoloniale Welt. Das heißt, wann hat die postkoloniale Welt angefangen und die koloniale Welt beenden sich? Anfang 70er. Die letzte britische Kolonie, die würden sich befreien und erklären zum unabhängigen Städte sind Dubai und solche Emirate. Ja? Also das ist die Oman, Katar und so weiter. Ja, das ist die Golfstädte sozusagen. Ja? Sie sind die letzte. 1971, 1973, nicht später. Das heißt, denken Sie theoretisch, es ist keine Nazis, keine Zweite Weltkrieg und so weiter. Dann auch Palästina. Spätestens am Anfang 70er
wie alle anderen Städte und Territorien, wurde zum unabhängigen Staat erklärt. Klar? Verstehen Sie? Das heißt, das ist der späteste Punkt. Wäre das ohne Nazis und ohne Zweiten Weltkrieg und nazische Zerstörungsmaschine. Aber was muss man ehrlich zu sagen, dass das, diese Realität, die totale Vernichtung, das war geschleunigt, die Gründung des jüdischen Staates. Das heißt, die Juden haben die Waffe genommen zum Hände und haben eine Rebellion getan gegen die Briten. Durch den Zweiten Weltkrieg. Das heißt, die Gerüchte über die Shoah, nicht für die Ausgewählten, die Grand Rabbiner, Ben Gurion, Moshe Sharet, für die Gerüchte schon am Ende des 1945, die wurden schon bekannt. Auch schon einfache Leute. Die Zeitungen haben geschrieben, wir haben schreckliche Gerüchte. Es ist kein Nachweis. Das sind die Texte von 1945 im Israel. Okay? Aber doch, die Leute, die haben geflohen von Europa. Sie wussten das ohne Gerüchte und ohne Zeitung. Zum Beispiel Menachem Begin, die auch legendäre israelische Ministerpräsident, die große Begonnen-Rivale und so weiter, er wusste, ob die Shoah. Nicht online, aber er hat von Europa gekommen. Ja. Er wusste über die Zerstörung von Friedrichstadt in Polen und so weiter. Also, dass die englische Antwort, ob die Juden, die Zionisten oder die Stadt ist, als spekuliert über die Shoah, dass die Antwort ist nein. Aber die Shoah hat natürlich beschleunigt die Verständnis, dass Juden müssen eigene Stadt, um sich zu verteidigen. Das ist die wissenschaftliche Zusammenfassung. Weil wieder die Gründung der jüdischen Stadt war gute 40 oder 50 Jahre vor Nazis angefangen und konnte ohne sie auch weitergehen. Es einfach wurde mehrere Zeiten genommen. Okay. Also, das ist, also heute jemand, der behauptet, dass die Juden oder die Stadt Israel spekuliert auf die Shoah und wurde genau gegen die Shoah gegründet, das ist erstens falsch, es ist Lüge. Es ist manche Nutz für die politische, diese oder andere Nutzung. Okay. Das heißt, die Feinde des Israel, die Konkurrenten, die Palästinenser, die Terroristen, sie immer sagen das. Ja? Sie immer sagen, dass die Israel-Staat existiert nur wegen der Shoah. Wäre das keine Shoah, es wäre der Akkau-Staat, das ist natürlich komplett falsch. Ja? Und die andere Idee, die Juden alle sollen zurück nach Europa gehen. Ah, perfekt. Wohin sollen die deutschen und polnischen Juden gehen? Das ist gar nichts. Gar nichts ist. Ja. Kein Eigentum, keine Familie, gar nichts. Okay, also das ist dieses Thema, das ich hoffe, das habe ich beantwortet und beschlossen. Diese Ecke. Wieder, es ist eine heute genutzt zum politischen Parole. Okay, das ist eine politische Nutzung. Es faktisch steht nicht unter Prüfung, diese Idee. Muss man jede Idee prüfen und schauen. Es ist komplett falsch. Es ist nicht richtig. Okay, jetzt, ich habe mich erinnert, wir kommen jetzt zurück zum allgemeinen Idee dem Staat. Ja? Und ich denke, ich habe vergessen, dass die Stelle von Eliyahu der Prophet euch vorlesen und zeigen. Richtig, oder? Ich habe gesagt, die vierte Macht kann jeder auch den ganzen Volk kritisieren. Nämlich, die Prophet kritisiert das ganze jüdische Volk. Ich habe das
behauptet, aber nicht nachgewiesen. Das muss man nachweisen, oder? Okay, dann gehen wir zum Talmud. Wo ist meine Linkstelle? So. Okay, das ist die Links. Also wir gehen zum Königebuch. Erste Königebuch, Kapitel 19. Ich habe schon gesagt, dass beim Christen es ist 4 Königebücher, beim Juden ist 2. Also da muss ich jetzt einfach mal widersprechen. Also ich weiß es nicht, wie das in der orthodoxen Kirche ist. Ich weiß nur, also im katholischen Kanon, im protestantischen Kanon sind es nur 2 Könige. Das ist gut für uns, weil ich nehme das gerne, weil ich habe gesehen, in vielen christlichen Bibeln, nämlich russisch-orthodox, Pravoslav, ist 4 und so weiter. Halte ich für möglich, ja. Okay. Also, das ist wichtig, weil es immer macht große Kraft. Also, die Königebuch, natürlich, wie der Name erzählt über die Könige, Könige Israels. Und nämlich erste Tempelzeit, Epoche, nicht alle Könige. Okay, also, die Buch Samuel, ja, er erzählt über die 2 erste Könige. Samuel erste, römische erste, es ist König Saul, der erste König. Samuel 2, römische, es ist König David. Am Buch Könige, der erste römische, der König David stirbt, am ersten Kapitel. Okay? Also er sagt, die König Samuel, also tatsächlich, de facto, Königebuch fängt an mit Salomon, König Salomon, und bis Ende. Das heißt Ende, Zerstörung der erste Tempel. Und ich habe schon gesagt, dass die Teilung Könige 1 und 2, was ist die Gründe? Kennen Sie den Namen frühere oder spätere Propheten? Ich kenne große und kleine, also lange und kurze. Große und kleine ist das andere. Große und kleine ist auch richtig. Große und kleine ist wegen die Kapazität des Textes, das haben wir. Das heißt, die großen Propheten, Ischaja, Jeremia und Heskel, sie haben alle mindestens 40 Kapitel. Ischaja hat 66. Er ist die große. Ja, das heißt, die kleinen Propheten, Ovadia hat ein Kapitel. Das ist die Buch, ein Kapitel, nicht mehr, nicht 2. Okay? Also die großen und kleinen, nicht über die Wichtigkeit, alle sind Worte Gottes. Nicht über die, wie man sagt, Lächerlich und die Kinder, nicht über die große und Basketball-Talentspieler, ja, große und kleine Propheten, wegen die Texten des Samen. Okay, also Bei Könige 1 hatten Sie, glaube ich, gesagt, von König Schlomo bis zum Propheten Eliahu. Das ist König 1, richtig, genau. Also ja. König 1 beendet mit Eliahu, König 2 fängt an mit Elisha, bis Ende, genau. Gibt es noch ein bisschen noch die Bücher, das heißt die letzte Propheten, die 3 letzte von Kleine, sie wurden schon 2. Tempel, chronologisch. Okay? Und sie haben die Tanach, heilige Schriften, kanonisieren, in lateinischen Wort. Kanonisieren, einen Standard geschafft. Haben, was ist heilig, was ist nicht. Zum Beispiel, die Sprüche, die König Salomo, kennen Sie, ja? Unterschiedliche Ideen, Aphorismen, ja, und so weiter. Am Anfang, die Weisen wollten nicht dieses Buch zum Heiligen erklären. Dasselbe mit Psalmen. Es steht im Talmud. Okay? Im Talmud war Vater, haben wir mal gelernt. Also, und umgekehrt haben sie. Sie kennen die Definition äußerliche Bücher, ist auf Hebräisch, Buch Ben Sira und so weiter, Literatur.
Apokryphen, auf Griechisch. Ja. Apokryphen, kennen Sie den Namen? Apokryphen, das meint die Bücher, die sind nicht ins Heilige Schriften genannt worden. Okay, das ist die entschiedliche und Kriterien. Ja? Die heilige Bücher und unheilige Bücher. Das heißt, unheilige Bücher kann man übersetzen, da und dort im heiligen Bücher, jede Buchstabe ist deutlich. Ich habe schon gesagt mal, ich zeige euch mal, wo im Heiligen Schriften, nämlich im Torah, im Esther Rolle, stehen die 10 nazische Verbrechen. Ich habe schon mal gesagt, es ist bekannt. Sehr, sehr bekannt. Steht präzise. Okay, nicht korrekt. Also, diese Kapitel 19, haben Sie schon den Text? Okay. Es geht um Eliyahu, der hat, ich habe gesagt, da, damals, ja, dass am Schabbat hat eine Konkurrenz, Wettbewerb mit Baal und Ashtarta, Lügeprofeten gegründet. Ja? Es ist ein einzigartiges Ereignis. Bevor Eliyahu und danach, niemand von den Propheten hat solche Ideen ernst genommen und etwas solche getan. Überhaupt nicht. Aber er war stark. Er war stark. Er war eifersüchtig zum Gott. Das ist die Definition. Er benannt auf griechischen Namen Kanai. Kanai ist ein radikaler Gott. Er war radikalisch zur Wahrheit. Ja? Nicht die guten Worte, direkt, scharf und hart. Und mit diesen Eigenschaften, er hat auf eigene Volk, auf die Juden, hart und scharf, losgegangen. Okay, und jetzt, er hat Angst um sein eigenes Leben. Warum? Weil. Ich meine, das ist ja klar, ich meine, dass die Isabel einfach sauer ist, weil er die Wahlspriester. Sie wollen töten? Ja, sie wollen töten. Genau. Achab berichtete der Isabel alles, was Elia getan. Was Elia getan, es ist kurz über die Bewerbung und Konkurrenz, aber lang und deutlich über die Schlachten 800 Baal-Propheten und 300 oder 400 Ashtarta. Also über 1000 Propheten wurden geschlachtet. Okay? Also alles, was Elia getan, dass er alle Propheten, steht im Deklamen, es ist natürlich Kommentar des Baal, Unastata, meine Kommentar dazu. Es waren zwei Gruppen. Gottesdienste, ja? Ich habe erzählt. Ja? Mit dem Schwert erschlagen hat. Mit dem Schwert erschlagen hatte, ermorden. Okay. Da schickte Isabel einen Boten an Elia, das heißt, eine kleine Delegation, ein, zwei Menschen, und ließ ihm sagen, so würden wir Götter tun, es ist eine Schwörung, ja. Sie nimmt Wort für sich selbst, ja. Und so fortfahren, dass ich morgen um diese Zeit dein Leben gleich dem Leben eines von jenen machen werde. Okay, 24 Stunden. Okay, nun, was macht Eliyahu? Sagt, ich bin ein Prophet dem Gott. Gott schützt mich. Gott schafft ein Wunder. Überhaupt nicht. Er flieht, um seine Seele zu retten. Und das ist die große Lehre und Botschaft von uns alle. Auch solche, natürlich gottesfremden Menschen, muss solche Worte ernst und ehrlich wahrzunehmen. Und nicht sagen, ah, Gott macht ein Wunder für mich. Ja? Und das sollten genau die Juden in Europa am 30. ehrlich und ernst die Worte der Nazis genommen. 3. Eliyahu erkannte die Gefahr, deshalb macht er sie auf und ging, um sein Leben zu retten. Sein Leben zu retten. Auf der Rechte seine Seele. Er kam nach Beersheba,
südlich, ja, nach Süden. Er geht zum Sinai-Berg, das Judah liefert, das ist seine Grenze zum Judah-Teil, und ließ seinen Knaben dort. Okay. Er ging in die Wüste, noch südlich. Eine Tagereise weiter, kam hin und setzte sich unter einen Ginsternstrauch und verlangte zu sterben und sprach, es ist genug. Nun Herr, nimm meine Seele, denn nicht besser bin ich als meine Pferde. Okay, es ist schwer, auch physisch, auch mentalisch. Und die Schwierigste, er ist allein. Er hat gewonnen, diese Propheten, und doch die Leute beschützen ihn nicht. Er soll fliehen. Und er ist echter Gottesprophet, nicht Lügeprophet. Also das diese Einsamkeit in gewisser Sinn, das ist das Schwierigste. Er legte sich nieder und schlief ein unter einem Ginsterstrauch. Da stieß ihn ein Engel an und sprach zu ihm, stehe auf und iss. Also schon ein Engel, schon interessant. Er stand auf und aß und trank und ging gekräftet von diesem Essen 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Oh, das ist die Kritische. Erstens, was ist 40 Tage und 40 Nächte? Was ist, erinnert uns? Das sind die 40 Jahre in der Wüste. Es ist auch. Es sind 40 Tage die Moses. Ah ja, genau. Die Moses war zweimal 40 Tage. Auf dem Berg Sinai. Aber hier steht Berg Horeb. Was ist Berg Horeb? Das ist die gleiche. Es ist einfach ein anderer Name. Rashar Hirsch, Rabbi Hirsch, hat sehr, sehr berühmte Buch, der heißt Horeb. Er hat das geschrieben in wunderschönen Deutsch. Heute Leute verstehen nicht das Deutsch. Muss man von Deutsch nach Deutsch übersetzen, wirklich. Heute gibt es eine adaptierte Deutsch für dieses Buch. Schauen Sie mal beim Schweizerischen Goldschmidt und noch gibt es ein Heraushaus. Ja, gibt es solche Buch, die heißt Horeb. Also das ist eine Definition. Genau wie Berg Sinai, Berg Horeb. Es ist gleich. Wohin wissen wir? Im Torah, im Buch Dvarim, im Buch Mose steht dieser Name auch, Horeb. Horeb ist Sinai. Und das ist Berg Gottes. Das heißt, wo hat die Gott zum ganzen Volk, nicht zum Ei ausgewählte, 1, 2, 3, Propheten sich geöffnet und zur Torah, zum ganzen Menschlichkeit, mindestens für den Überlief. Okay. Er ging dort in die Höhle und übernachtete dort. Da erging an ihn das Wort des Herrn, das ihn fragte, was hast du hier, Elia? Das ist auch ein Mem, auf Hebräisch, in hebräischer Kultur. Das ist auch ein Sprichwort, was hast du hier, Elia? Das heißt, es etwa falsch geht. Wir bald schauen, was. Was geht falsch? Er antwortete, geeifert habe ich von dem Herrn, dem Gott, die Gotteswort, geeifert. Ja? Wie gesagt, er sei versüchtig, er versucht zum Gott. Denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, den Torah-Bund. Deine Altäre haben sie niedergerissen. Und deine Propheten haben sie mit dem Schwere erschlagen. Er meint nicht sich selbst, sondern wem? Wissen Sie wem? Genau diese kleinen Propheten. Seine Nachkommen von Eliau, Elisha, trifft die Frau von Ovadia, die Prophet, die Kleinste, die Kleinste. Und sie sagt, dass ihr Mann hat die Propheten gerettet, physisch, von Isabel. Und hat sie mit Essen und Trinken gehalten, viel, viel Zeit, auf seine eigenen Kosten. Also Isabel hat hunderte Propheten wirklich zum Tod erschlagen. Eliau ist nicht der Erste, vielleicht erst die Letzte. Okay? Also
deine Propheten haben sie mit dem Schwert erschlagen. Das heißt, es ist nicht dieselbe. Sie ist nicht im Ordnung. Wer hat das getan? Die Juden. Ich allein bin übergeblieben. Es ist ein echtes Gefühl. Das ist sehr Gefühl. Ich allein übergeblieben. Da trachteten sie auch mir nach dem Leben. Und jetzt kommt meine Schlange. Die Stimme sprach, okay, die Stimme ist es, und es ist Kommentar. Sprach, meine Gott, geh hinaus und tritt an den Berg von das Antlitz des Herrn. Der Herr zieht dafür rüber und ein großer, starker Wind, Berge zerreißend und Felsen zertrümmert, zieht vor dem Herrn. Aber in die Winde ist nicht der Herr. Und nach dem Winde ein Erdbeben, auch in dem Erdbeben ist nicht der Herr. Das heißt, der erste Dialog war, wo? Nicht im wirklichen Leben, sondern im Traum. Im nächtlichen Traum. Das haben wir gesagt, das gibt es unterschiedliche Stufen für die Prophezeiung. Ja, die Moses war die Große. Er hat geredet wie Mensch zu Mensch, Gesicht zu Gesicht. Manche Propheten haben Prophezeiungen durch den Traum, nächtlichen Traum, täglichen Traum, übrigens es sind unterschiedliche Stufen. Okay, Rambam definiert das genau. Einmal reden wir. Ich verlese die alle 13 Stufen. Okay, also, und nach dem Erdbebenfeuer, auch in dem Feuer ist nicht der Herr. Nach dem Feuer kommt ein sanfte Säulen, das ist die Stimme des Herrn. Die Rabbiner Bibelfürst erklärt uns. 13. Als Elia das hörte, hüllte er sein Gesicht in seinen Mantel. Mantel dem Elia ist auch eine wichtige Definition. Und ging hinaus und trat an dem Eingang der Höhle. Da war ihm eine Stimme, die sprach, was hast du hier, Elia? Die gleiche Frage. Er antwortete, die gleiche Antwort. Geeifert habe ich für den Herrn, den Gott verort, denn verlassen habe die Kinder Israel, deinen Bund, deine Altäre haben sie gerissen, deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, da trachteten sie auch nach meinem Leben, also 1:1, gleich. Da sprach der Herr zu ihm, jetzt im wirklichen Leben, nicht im Traum. Kehre wieder um auf deinem Wege nach der Wüste von Damaskus, salbe dort dem Hazael zum König über Aram. Jehu der Sohn Nimshi, salbe zum König über Israel, es ist nördliche Königtum, die Juden haben zwei, es ist die nicht im Hauptstadt in Jerusalem, Samaria. Und Elisha, den Sohn Safat aus Abel Mechola, sagte zum Propheten an deinem Stadt. Nun, was ist diese Antwort? Die Gott hat ihn beantwortet, aber sehr, sehr mit göttlicher Weg. Was ist diese Antwort? Erstens, der Gott akzeptiert diese Analyse nicht. Mhm. Ist das klar von der Antwort? Mhm. Weil er schickt ihn zurück nach Israel. Das ist eine prophezeiische Verpflichtung. Aber er sagt, es ist nicht richtig, dass nur er alleine übrig geblieben ist. Weil diese andere Person gesagt werden soll, nämlich den Sohn Nimsis? Jo, nächster König. Das heißt, er sagt, es wird weitergehen mit jüdischem Königtum. Okay, das ist der einfache Sinn. Ja? Das heißt, er akzeptiert, muss man verstehen, Achav, der König, mit Isabel. Wo wurden sie die Könige, diese königliche Perser, diese zwei? Wo? In welcher Stadt? Jerusalem oder Shomron, Samaria? Shomron. Klar,
Und wo wird dieser Jehu nächster König? Auch Schomron. Das heißt, die Gott akzeptiert teilweise die Klage über die Achab und Isabel. Sie sind völlig böse, das ist klar. Okay? Also er sagt, jetzt, ich mache fertig mit dieser Achab. Muss man zugeben, Achab wurde oder 40 oder 50 Jahre König. Was denken Sie darüber? Wie kann das sein? Ich habe gesagt, er war der böseste König Israels. Und der böseste König regiert die langeste Zeit. Wie kann das sein? Das Volk war vielleicht zufrieden. Es ist wichtig, die Gott soll zufrieden sein. Das heißt, die Gott ist zufrieden vom bösesten König? Wie kann das sein? Das kann sein. Das kommt zu diesem Thema, das habe ich gesagt, jeder Name ist deutlich. Mhm. Was heißt Achab auf Hebräisch? Es sind zwei Worte. Ach, es ist Bruder. Av, es ist Vater. Sein Name ist Vater, Bruder, Vater. Was lernen wir von diesen Menschen? Von diesem Namen? Er war wie Bruder und Vater für alle Juden. Verstehen Sie? Mhm. Es war eine riesige Brüderlichkeit in diesem Königtum, im nördlichen Königtum, in Samaria. Was hat nicht passiert in Jerusalem? Und das ist die riesige Lehre, das hat Talmud gelernt in dieser Geschichte. Er war böse mit seiner Frau, Götzendienst, alles haben die Propheten ermordet. Alle, jede Sinn, das könnten sie vorzustellen, er hat getan. So ist Königebuch. Aber das, dies im Aspekt zwischen Menschen und Gott. Zwischen Menschen und Menschen mit seinen Nächsten, er war perfekt, dieser Achab. Verstehen Sie? Deswegen war er 50 Jahre König. Mhm. In Israel, in Samaria, im Schomron. Also es ist eine riesige Dichotomie, ja, die Dualität. Mhm. Er war böse zum Gott und sehr gut zum Menschen. Die Leute haben ihn gemacht. Und er hat die Leute gemacht. Er war wie ein Bruder, wie ein Vater für die Leute. Mhm. Es ist nicht jeder König so. Nicht jeder Bürokrat. Sogar kleine Bürokrat mit kleiner Macht. So. Und er mit großer Macht war so. Verstehen Sie? Mhm. Also sehr, sehr einzigartige Person. Wille, ultimative Böse. Keine Frage. Aber doch war gut zu Menschen und deswegen wurde er 50 Jahre König auf Israel. Aber doch, es kann nicht ohne Ende sein. Und dann Gott sagt, dass du machst finito, finish, Ende zum diese Perschen, Achav und Isabel. Und deswegen, du bringst Jehu. Es wird eine Revolution. Mit Gewalt, mit Krieg, mit Blut. Er wurde geschlagen, seine Blut wurde geflossen, die Hunde waren sein Blut. Gefasst, genau wie der Prophet hat gesagt, alles was da passiert. Ja, die Isabel hatte keine Grabstein und so weiter. Und ihre Bösigkeit. Okay, also das ist die erste. Das heißt, die Gott akzeptiert, dass ich bin allein übergeblieben nicht. Zwei, er dort akzeptiert die Klage über die böse Perschen, über die böse Königin und Königin. Okay. Die dritte, du, Eliyahu, kommst zum Rücktritt, ist das klar? Es steht direkt, ja? Wegen der Elisha. Elisha ist dein Nachkommen. Wenn du bist so eifersüchtig, du kannst nicht mit Leuten gut umgehen. Du bist gut, aber zu gut. Zu hart, zu scharf, zu eifersüchtig zum Gott. Wie gesagt, zu radikal. Okay. Und deswegen, du gehst zurück, ein Rücktritt, aber vorher
eine Nachkommen. Aber auf die erste Linie, du gehst zum Damaskus, dort auch ein König soll sagen, was ist? Was ist? Ja. Was ist diese Vers und noch auf erster Stelle? So ein Hazael. Egal. Den soll er salben. Ja, es ist nicht wichtig, sein Name. Ja. Es kann. Das heißt, die Gott führt die Welt auf seine eigenen Wege. Und wenn du, Leo, verstehst das nicht, ist es dein Problem. Und deswegen, du gehst nach Damaskus und stell dort neue Könige. Du gehst nach Israel, nach Samaria. Organisiert neue Kirche. Du gehst zum Elisha und einladet ihn zum neuen Prophet sein. Statt sie selbst. Ja? Also, die Gott hat eigene Wege. Und das ist falsch, das ist nicht richtig, dass du bist allein übergeblieben bist. Also, großartig, die Gott akzeptiert die Kleine nicht. Ja? Aber die Idee, ich bin allein übergeblieben, das ist stark, oder? Es ist Kritik auf ganzem Volk. Ja, auf ganzem, auf alle. Ich bin allein übergeblieben. Nimm den Torah zurück. Deswegen er kommt zum Berg Horeb Sinai. Quasi, der Bund ist unterschrieben. Okay, wir unterschreiben die Trennung. Wie Leute trennen lassen sich, oder? Sie unterschreiben zum Heiraten sich. Dann unterscheiden manchmal zum Trennen. Ja? Also er geht mit solchen Logik. Die Gott akzeptiert das nicht. Okay? Die Gott hat seine eigenen Wege. Und deswegen, das ist diese lange Vorwort. Aber nicht in dem Wind, der Herr. Nicht im Erdbeben, nicht im Feuer. Ja? Und diese Stimme, es steht, was über die Bestimme? Es ist eine. Ein sanftes Säuseln. Also, es hat mir mal jemand gesagt, das hebräische Wort dafür ist eine Stille, also ist eine Stille, die so still ist, dass sie still ist. Also, es ist. Es ist ein hebräisches Widerspruch, muss man sagen. Also, es ist eine Stimme in einem Schweigen. Mhm. Wir sagen heute. Laute Schweigen, kennen Sie solche? Das ist umgekehrt. Jemand schweigt, aber ich verstehe es, will etwas sagen. Aber das ist umgekehrt. Das ist eine mächtige Stimme, aber die redet nicht stark. Redet ruhig. Ja? Es auch bekommt ein Mem auf Hebräisch, ein Sprichwort. Ja? Es war sogar eine Werbung für ein Auto. Der richtige Boss nicht schreit, er redet ruhig. Genau, das ist das Zitat. Ja. Die richtige Auto, die richtige Motor. So. Es war eine lustige Werbung von einem Minister auf Radio. Aber die Idee, ja, dass die deutliche Stimme muss man nicht schreien. Soll man ruhig sein. Also diese sanfte Stimme, das ist eine interessante Übersetzung, auf Hebräisch ist anders, bezeichnet, egal, nicht jetzt. Aber es ist eine widersprüchliche, wenn wir sagen Schweigen und Stil, das ist gar nichts. Wenn wir sagen Stimme, ist es umgekehrt von Schweigen. Also Stimme, Schweigen, Schweigen, Stimme, muss man dazu nachforschen, was meint den hebräischen Text. Okay? Also dass diese Stimme, im Kurz, die erste Frage schon beantwortet. Was machst du hier, Elia? Was hast du hier, Elia? Ja? Du bist im falschen Platz. Du sollst mit Politiker mitzutun. Diese König rausnehmen, diese König vorstellen. Ein Schachspiel, Geopolitik. Von der Kamora und Dzerzhinsky. Ja? Das ist die Gottesache. Was hast du hier, Elia? Hier ist dem Gott, hier ist niemand. Ja? Also die Gott ablehnt von Anfang diese Kritik und Präzision. Von Anfang. Teilweise ja, die Achab und Jezebel gehen zum Tod,
Imam. Ja? Okay, also das ist die sehr, sehr berühmte Kapitel, wo Prophet die ganze Volk kritisiert. Ich zeige euch noch etwa eine Stelle, einen Vers, nicht die ganze Kapitel, mit ähnlicher Idee von Ishayahu, der große Prophet. Aber bitte um Erinnerung nächste Woche. Die gleiche Idee, die anderes wurde gesagt, in Ishayahu, Kapitel 65, zeige ich. Gut, also ich freue mich, dass wir sind zurück über die Tanach, theologische Quellen. Wir reden weiter über die unterschiedlichen Stufen, was kann ein Staat sein, überhaupt. Unterschiedliche Stufen. Das heißt, diese Stufe Schutzraum, es ist, kann man sagen, es ist niedrige Stufe? Nein, es gibt noch niedrige. Okay, und gibt es natürlich hohe Stufe, wie genau die Leute haben gesagt, wir haben durch einen Islam gebeten, also einen gläubigen Aspekt. Das ist natürlich hohe irgendwo. Wir reden darüber das nächste Mal. Nächste Dienstag. Ich melde mich. Danke. Gerne, gerne. Danke, liebe Leute. Dankeschön. Dass Sie kommen und mit dem Zeitlinien kommt wieder. Und danke, Eva, über die Übersetzung. Und wer will das Interview machen? Ja, nein, vielleicht. Warum ja, warum nicht? Ja, schon. Gerne. Okay. Sonst niemand. Ja, schon. Gerne, Johanna. Ja. Eva hat Geduld zum Google Translate. Okay. Okay, also ich schicke die Kontakte. Ich schreibe noch deswegen. Alles gut, alles gut. Auch, nein, es ist eine legitime Antwort. Ich bedanke euch alle und seien Sie gesund und bis nächste Woche. Ja. Gleichfalls. Gute Gesundheit, bis nächste Woche. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ciao.